Morgen wird in der Gemeinde bekannt gegeben, dass du ab morgen kein Mitglied mehr bei den Zeugen Jehovas bist. Bedeutet, ab morgen darf mit dir keiner mehr sprechen. Deine Mutter nicht, dein Vater nicht, deine Geschwister nicht, deine Tanten, deine Onkels. Mein großer Sohn, mit dem war ich im Urlaub und er sagte dann, Mama, 4 Tage, 4 Flaschen Wein. Also, und dann habe ich angefangen, das zu verstecken vor ihm. Das war dann für mich der untrügliche Beweis, dass ich mir meine Seele stehlen möchte, um mich halt zu ersetzen oder umzubringen. Und das hört sich jetzt im Nachhinein immer ein bisschen an wie Science-Fiction oder Fantasy- oder Horrorbuch. Aber es war für mich in dieser Phase absolute Realität. Und meine Mutter hat mir dann in aller Ruhe, aber doch sehr fremd geantwortet, Roman sitzt in Kolumbien wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in Untersuchungshaft. Ich sagte, ja, geh jetzt endlich, du darfst nicht einmal hier sein. Geh und lass mich in Ruhe. Und dann hat er mich mit dem Messer gestochen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dankeschön. Wir alle fürchten uns ja vor diesem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Wie leicht können wir in solche Situationen geraten und was brauchen wir, um uns daraus zu befreien? In die Fänge geraten, das ist heute unser Thema im Nachtcafé. Und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Aufgewachsen in einer Familie, die den Zeugen Jehovas angehört, war diese Weltanschauung für sie lange Zeit Normalität, Alexander Gutbrot. Doch je älter sie wurden, desto stärker zweifelten sie und fühlten sich als schwuler Mann in den strengen Strukturen lebendig begraben. Sie wagten ihr Coming Out mit extremen Folgen. Herzlich willkommen, Herr Gutbrot. Sie, Loredana Galeotto, glaubten, die Liebe gefunden zu haben. Doch stattdessen waren sie über 27 Jahre in einer gewalttätigen Beziehung gefangen. Drohungen, Misshandlungen und Stalking bestimmten ihren Alltag. Und als ihnen endlich der Schritt in die Freiheit gelang, hätten sie diesen fast mit ihrem Leben bezahlt. Schön, dass Sie heute hier sind. Loredana Galeotto, herzlich willkommen. Die Geschichte Ihres Stiefvaters Alexander Lappi klingt wie ein Thriller. Er hatte geglaubt, das Große losgezogen zu haben. Doch statt das versprochene Geld in Empfang zu nehmen, fand er sich in den Fängen Krimineller wieder. Wegen Drogenschmuggels ist der 63-Jährige nun unter widrigsten Bedingungen in einem kolumbianischen Gefängnis inhaftiert. Wie sie für ihn kämpfen, davon berichtet Alexander Lappi bei uns. Herzlich willkommen. Sie, Sabine Sitte, sind keinem Menschen in die Fänge gegangen, sondern einem Stoff, dem Alkohol. Über Jahrzehnte nahm die Flasche unbemerkt immer größeren Raum in ihrem Leben ein. Lange war Verdrängen und Verstecken ihre Strategie. Erst vor wenigen Jahren gestanden sie sich ihre Sucht auch ein. Doch eine Garantie für ein Loskommen, die gibt es nicht, sagen sie. Herzlich willkommen, Sabine Sitte. Mit 16 Jahren hörten Sie, Anna Kunze, zum ersten Mal Stimmen. Und das, obwohl Sie ganz allein zu Hause waren. Diagnose: paranoide Schizophrenie. Sie mussten lernen, die Stimmen in Ihrem Kopf zu akzeptieren. Sie haben ihnen mittlerweile sogar Namen gegeben. Wie groß Ihr Einfluss auf Ihre Entscheidungen sind, das erzählt uns Anna Kunze. Und wir begrüßen Dr. Christian Virus in unserer Runde. Als Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie wissen Sie, welche Traumata durch Unfreiheit ausgelöst werden können. Aber auch, wie sich Betroffene befreien und wieder zu seelischer Gesundheit und Selbstbestimmung finden können. Herzlich willkommen an Christian Virus und an die gesamte Runde. Nochmal herzlich willkommen. Herr Gutbrot, Sie sind hineingeboren in eine Familie, die den strenggläubigen Zeugen Jehovas angehörten. Wie haben Sie das als Kind empfunden? Also bei mir war es so, meine Großeltern sind kurz nach dem Krieg zu den Zeugen Jehovas gekommen. Das heißt, die sind von mütterlicherseits, väterlicherseits gleichzeitig in diesen Glauben gekommen. Das heißt, meine Eltern wurden reingeboren, ich wurde reingeboren. Und für mich war das einfach so,
ganz normal, also wie so bei Findet Nemo und Fisch, der in ein Aquarium reingeschmissen wird, denkt, das ist die natürliche Welt, das ist die Realität, und später eben festgestellt, dass es nicht so ist. Wie eng war das Verhältnis zu Ihren Eltern? Wie würden Sie das beschreiben? Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern, weil ich habe 5 Geschwister auch noch. Ich bin der Jüngste und wir sind 3 Jungs, 3 Mädels, und meine Geschwister waren immer meine besten Freunde. Also es war so ein großes Familienleben. Ich habe sehr viele Onkels, Tanten, Neffen, Nichten. Und wir sind eine Großfamilie, alle bei den Zeugen Jehovas durch die Großeltern bedingt. Und eben auch einen sehr großen Freundeskreis über die Gemeinde, über dieses ganze Leben, was die Zeugen Jehovas weltweit haben. Also wenn Sie Ihre Familie ansprechen, wann haben Sie dann gemerkt, dass in Ihrer Familie vieles anders ist als in anderen Familien? Ich habe das schon in der Grundschule eben sehr hart gemerkt, weil wir durften ja kein Weihnachten, kein Geburtstag feiern, also alle christlichen Feste. Wir durften keine feste Freundschaften mit Schulkameraden schließen. Das war einfach so, wenn es Kuchen in der Schule gab, dann mussten wir den Kuchen ablehnen. Wir durften keinen Kuchen essen. Das wäre eine Beteiligung an dem Fest Satans gewesen, wie Zeugen Jehovas das sehen. Das heißt, man wurde sehr früh sehr stark manipuliert, so dass man eben nicht viel wirklich hatte, um sich zu freuen. Also keine festen Freunde ist das eine, aber hat das bedeutet, dass Sie zum Außenseiter geworden sind? Oder? Also ich war immer ein Außenseiter. Immer ein Außenseiter. Ja, in der Grundschule war es einfach so, man durfte keine Freundschaften schließen. Mhm. Später war es genau in den weiterführenden Schulen und auch sonst so. Also man hat nach außen hin keine Freundschaften geschlossen. Dann, man durfte nie was mitmachen, man wusste nie, wie ist es in einem Club zu sein. Ich war bis zu meinem 28. Lebensjahr noch nie feiern. Ich hatte bis zu meinem 28. Lebensjahr nicht einmal Geburtstag gefeiert. Weil das draußen ist das Böse, oder warum waren Sie da nie? Genau, das war eine ganz klare Linie. Sie wachsen so auf, dass Sie wissen, bei den Zeugen Jehovas, der nächste Tag könnte so sein, dass die Welt untergeht. Also das Leben ist von Zeugen Jehovas nur von Tag zu Tag, da diese Welt böse ist, die geht unter. Und Sie müssen nur noch das bis zum nächsten Jahr schaffen, bis zur nächsten Woche, wenn die Erlösung kommt, das Paradies, dann regnet es Feuer vom Himmel und sie leben einfach nur von Zeit zu Zeit, dass sie das gerade noch so erreichen. Und wenn sie einen Fehler machen, was droht ihnen dann? Droht dann auch Bestrafung nach innen, so eng die Beziehung auch war zu allen? Also diese Manipulation, diese Gehirnwäsche beginnt eben schon im Kindheitsalter, dass sie Comics gezeigt bekommen, dass wenn sie einen Film angucken, wo es um Gewalttätigkeit geht, um irgendwelche Hexen, dann werden sie ihr ewiges Leben verlieren. Sie wachsen so auf, wenn sie eine Zigarette rauchen würden, würden sie sterben. Wenn sie dies machen und jenes machen, sind eben die Konsequenzen immer so, dass sie alles verlieren. Und es wurde uns von Anfang an beigebracht, dass wenn sie eben nicht so funktionieren, wie sie zu funktionieren haben, werden sie ihr ganzes Leben verlieren. Das heißt, Mutter, Vater, Geschwister, Freunde, Verwandte, lebenslänglich. Und dieser Druck ist, wenn man vielleicht sagt, eigentlich hätte ich gerne Karriere gemacht, sie dürfen nicht, dann die Konsequenz hält sie einfach davon zurück, zu sagen, ich bleib da drin. Auf der einen Seite Druck, auf der anderen Seite aber auch Angst, oder? Es ist sehr viel Angst, weil sie ja nicht perfekt sind. Sie machen ja immer irgendwas falsch. Also mal haben sie einen falschen Gedanken, und bei Zeugen Jehovas wird schon der Gedanke bestraft. Das heißt, es ist ein absolutes Zwangsverhalten da irgendwie, um diese Verbote rumzuschippern. Und am Ende ist es einfach so, dass sie immer Angst haben zu sterben, etwas falsch gemacht zu haben oder dass ihnen nicht vergeben wird. Ist es ein Unterschied, ob ich in eine Familie hineingeboren werde, die so einer Sekte angehört, oder ob meine Eltern irgendwann, wenn ich 10 oder 15 bin, so einer Sekte beitreten? Ist das ein Unterschied? Ja, das ist ein großer Unterschied, weil wir aus der Bindungsforschung gut belegen können, dass die ersten 1000 Tage, die ersten 3 Jahre, die wichtigsten sind, auch was die Gehirnentwicklung anbelangt, und dass auch dann die Kindheit letztlich ja noch davon geprägt ist, dass der Kosmos, in dem ich lebe, die Familie ist. Und erst dann mit Schule beginnt das dann so allmählich, lerne ich vielleicht andere Kontexte kennen, komme mal zu Freunden, wenn das überhaupt erlaubt ist, und stelle dann fest, es kann auch anders sein. Also das frage ich mich gerade. Sie haben ja gesagt, das ist so ein bisschen wie, ja, Findet Nemo, das ist Ihr Element gewesen. Also merke ich überhaupt, dass ich unfrei bin, wenn ich die Freiheit gar nicht kenne? Das ist eine spannende Frage. Es ist sicherlich so, dass das Unbewusste es merkt. Also was wir heute aus der Neurobiologie wissen, ist, dass Angst
neurozeptiv, das heißt, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, aufgenommen wird. Unsere Mandelkerne im Gehirn verarbeiten das und behalten das. Also Angst ist extrem wirksam. Mhm. Und das prägt. Ja, das heißt, wenn da braucht bloß so ein Gedanke, wie Sie das eindrucksvoll belegt haben, geäußert werden, hoffentlich denkst du nichts Falsches, und die Alarmzentrale schaltet hoch und verursacht Angst und wahrscheinlich auch noch viele Jahre später. Welche Haltung haben die Zeugen Jehovas zu Homosexualität? Ja, es ist so, dass es Homosexualität prinzipiell nicht gibt. Es ist auch so, dass homosexuell, wenn man so ist, vom Teufel höchstpersönlich besessen ist, weil man einer Leidenschaft nachgeht, die es einfach nicht gibt. Und wenn man diese Leidenschaft hat, dann ist man pervers. So wird man erzogen. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit zu sagen, das ist eine natürliche Orientierung, das wird begründet mit der Bibel. Es werden Textpassagen aus dem Hebräischen und Griechischen falsch übersetzt. Da gibt es Stellen, wo nicht Homosexualität drin steht, sondern Missbrauch von Kindern ist verboten. So Zeugen Jehovas übersetzen das mit Homosexualität. Also es wird ein Bild erschaffen, dass es keine natürliche Neigung ist, die gibt es nicht. Und wenn man so ist, muss man so oder so sterben. Wann haben Sie festgestellt, gespürt, dass Sie schwul sind? Ich denke, unterbewusst merkt man das relativ früh. Man verdrängt es sofort. Also ich habe das tatsächlich bis zu meinem 27. Lebensjahr verdrängen können, hab eine Frau kennengelernt, habe die Frau geheiratet, war immer der Meinung, dass ich vielleicht bisexuell bin, aber wenn da ein bisschen was wäre, das schaffe ich. Ich habe eine Frau geheiratet, aber dieses Unterbewusste, das gearbeitet hat und dass man sich nicht mal zugestanden hat, jemanden attraktiv zu finden vom gleichen Geschlecht, so war das bei mir. Sogar dieses Gefühl wurde unterdrückt. Weil Sie ja immer sich gefragt haben, ist da was Böses in mir, wenn ich das zulasse, sozusagen. Genau, weil ich wusste, wenn das so ist, werde ich mein ganzes Leben verlieren, ich werde sterben, ich werde alles verlieren. Und das bedeutet meinen sozialen Tod, meinen ewigen Tod. Und also es ist ein unglaublicher Druck, damit zurechtzukommen, wenn man einfach feststellt, da ist irgendwas, aber es darf nicht rauskommen. Und wenn es rauskommt, dann ist es einfach dramatisch. Die Frau, die Sie geheiratet haben, war das eine Zeugin Jehovas? Es war eine Zeugin Jehovas. Und war da Liebe auch im Spiel? Es war mit Sicherheit freundschaftliche Liebe. Also wir haben uns sehr gut verstanden, haben uns 2 Jahre gedatet, verlobt, geheiratet, hatten in der Hochzeitsnacht dann natürlich erst Sex, weil vorher ist es nicht erlaubt. Und es ist dann einfach dieser Punkt gekommen, wir waren freundschaftlich glücklich, aber ich hatte irgendwann einen Burnout, weil ich emotional einfach leer war, weil ich alle meine Gefühle abgespalten habe. Haben Sie ihr gegenüber das auch nicht offengelegt, dass es da auch eine Anziehungskraft gibt? Ich war immer ganz ehrlich in meinen Beziehungen. Als wir uns 4 Wochen gedatet hatten, habe ich zu ihr gesagt, hör mal zu, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht bisexuell bin, aber ich weiß es nicht. Aber das sollte für unsere Ehe kein Problem sein, weil ich bin ja mit Sicherheit 99% oder 95% heterosexuell. So habe ich mir das persönlich eingeredet. Und habe ihr aber gesagt, und sie hat gesagt, wenn da was ist, ist vielleicht was. Aber ich habe das selber nicht realisiert und habe auch den Gedanken nicht zugelassen. Und wann haben Sie gemerkt, das geht so nicht? Da passiert gerade was, so geht es nicht weiter? Es war so, die Beziehung hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Wir haben uns getrennt. Dann habe ich Psychotherapie angefangen, weil ich einen Burnout hatte, wusste aber nicht, warum. Und dann kam zur Sprache, dass ich vielleicht in einer Sekte aufgewachsen bin, dass ich vielleicht schwul bin, wenn da ein paar Gefühle da sind. Und es war dann für mich kompletter Nervenzusammenbruch, weil ich dann erst mal festgestellt habe, dieses Aquarium ist nicht die Welt, sondern es gibt da ein Meer draußen. Und es hat mir sehr viel Angst gemacht, weil ich hatte kein Bild zu dem, was draußen alles passiert. Ich war noch nie in einem Club. Ich habe noch also so vieles einfach nicht erlebt und es hat mir sehr viel Angst gemacht. Hatte dann auch 1 Jahr lang tatsächlich extreme Albträume. Es gab Tsunamis, Feuer ist vom Himmel geregnet, weil ich zum ersten Mal dieses Gefühl zugelassen habe, in einen Mann verliebt zu sein. Und da muss man 28 Jahre sein, um zu merken, was ist Liebe, was ist verliebt sein. Als Sie diesen Schritt gegangen sind und Sie haben mir gesagt, Sie haben plötzlich die Welt, in der Sie aufgewachsen sind, aus einer anderen Perspektive auch gesehen, haben Sie dann auch Dinge in Frage gestellt? Haben Sie da langsam verstanden,
dass Sie in einer Sekte aufgewachsen sind? In dem Moment habe ich befürchtet, dass es vielleicht alles fake ist, dass es vielleicht nicht real ist. Aber die Gehirnstruktur war noch so, dass die an das Alte geglaubt hat. Die Gefühle haben das Gegenteil gesagt. Und diese Diskrepanz dazwischen waren meine Albträume und diese Panik und diese Angst, was da alles kommt. Und dann hat es irgendwann die Oberhand gewonnen, war einfach so, dass ich dann gefühlt habe, es ist real. Und dann habe ich gemerkt, wenn mein Gefühl real ist, wenn es einen Gott der Liebe gibt, dann kann es ja nicht sein, dass er für mich was verurteilt, was ich einfach bin. Ich meine, was macht das mit uns, mit der eigenen Sexualität, wenn die Orientierung, die wir spüren, nicht sein darf und von außen sogar richtig verteufelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, das haben Sie gut beschrieben. Das führt zu einer extremen Spaltung und unglaublich viel Anspannung. Und ich möchte auch noch mal auf was eingehen, was Sie sehr eindrucksvoll geschildert haben. Was aber passiert in dem Kontext, ist ja, dass Sie das Gefühl hatten, wenn Sie dem folgen, fallen Sie aus dem raus, was bisher Ihr Weltbild war. Und evolutionsbiologisch ist das höchste Gefahr. Ja, wenn wir aus dem Vertrauten ausbrechen, dann hat das vor 20.000 Jahren bedeutet, zu sterben. Ja, aus der Gemeinschaft zu fallen, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Soziale Verbundenheit ist eines der stärksten Grundgefühle. Und das haben Sie ja vollständig aufgeben müssen. Zum Glück gab es da sozusagen eine neue Insel, die gelockt hat, zu spüren, es gibt Liebe, es gibt einen Menschen, der Sie anzieht. Und vermutlich ist das auch die Brücke, die dann diesen Schritt möglich macht. Und man merkt, dass das immer noch in Ihnen arbeitet. Deshalb erstmal danke, dass Sie da so offen hier drüber sprechen. Ja? Wie kam es denn dann zum Bruch mit der Sekte und dadurch ja auch mit Ihren Eltern, mit der Familie? Also, das läuft dann so, dass man dann irgendwann einen anderen Mann küsst und sagt, ich hatte einen Kontakt zu einem Mann und dann wird er gesagt, ja, du weißt dann, was das bedeutet. Das heißt, morgen wird in der Gemeinde bekannt gegeben, dass du ab morgen kein Mitglied mehr bei den Zeugen Jehovas bist. Bedeutet, ab morgen darf mit dir keiner mehr sprechen. Deine Mutter nicht, dein Vater nicht, deine Geschwister nicht, deine Tanten, deine Onkels. Es gibt keine Zeit, sich zu verabschieden. Und dann wird ab dem Zeitpunkt, wo öffentlich gesagt wird, hiermit bist du kein Mitglied mehr, wird ab dem Zeitpunkt mit dir nicht mehr geredet, bis heute. Das heißt aber, Sie wollten eigentlich noch bleiben, Sie wurden aber... Ich habe zu Ihnen gesagt, es tut mir leid, dass ich einen Mann geküsst habe und da Kontakt hatte und dann diese daraus folgende sexuelle Begegnung. Mir tut es leid, Zeugen Jehovas haben das Recht zu vergeben, das heißt zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, dann du darfst aber drin bleiben. Bei mir haben sie sich dagegen entschieden, die haben gesagt, dir vergeben wir nicht, weil wir vermuten, dass du ein größeres Problem hast. Das heißt, sie wussten, dass es eine sexuelle Orientierung gibt, die schwul ist. Und sie haben mich dann offiziell rausgeschmissen, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wollte und gesagt habe, ich streng mich auch wirklich an, vielleicht schaffe ich es, weil ich einfach, wie er gesagt hat, diese Todesangst, an einem Tag alles zu verlieren, den Preis wollte ich nicht bezahlen und dann wurde mir diese Entscheidung weggenommen. Und es ist dann tatsächlich so, kurz nach diesem Rauswurf, war 2-3 Wochen später, musste ich ins Krankenhaus, hatte eine Kontrolle und der Arzt hat dann gesagt, wenn was passiert, wen dürfen wir denn dann kontaktieren? Und ich musste dann zu ihm sagen, dass es in meinem Leben leider niemanden mehr gibt, dass er sich bitte beim Arbeitgeber meldet. Und das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Und wie ist das für Sie zu sagen, wenn ich krank bin, ist keine Familie da? Macht Sie das traurig? Macht Sie das wütend? Es ist unglaublich traurig. Ich bin heute hier, weil ich nicht möchte, dass sich die Vergangenheit bei anderen Kindern wiederholt. Das ist vorhersehbar, dass es zukünftig genauso weitergeht. Und ich bin heute da, weil ich möchte, dass sich, wenn möglich, was verändert. Weil Menschen keine Chance bekommen, ein Leben zu leben. Sie müssen einen Preis bezahlen und der ist lebenslänglich. Ich weiß, dass wenn ich eines Tages heirate, wird niemand von meiner Familie da sein. Wenn ich eines Tages sterbe, wird mein Sarg ohne alle Menschen, 5000 Menschen, die ich bis dato mein soziales Umfeld bedeutet haben, wird eben keiner da sein. Und
als ich bei einer Fernsehsendung dabei war, Prince Charming, wo es um ein Dating-Format ging. Kurz danach hat jemand geschrieben und hat gesagt, du Alexander, ich melde mich bei dir. Sage ich, ja, warum? Dann sagte er, mein bester Kumpel hatte das gleiche Outing wie du und er hat es nicht überlebt. Er hat es emotional nicht ertragen. Diese 5, 6, 7 Jahre tiefste Trauer. Man braucht immer einen Rahmen zur Trauerverarbeitung. Wenn man alle Menschen dir nimmt, um Trauer verarbeiten zu können, dann ist man traumatisiert. Und ich möchte das, ich würde das so gerne Kindern ersparen, dass sie so ein Lebensweg haben. Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ich habe mein Leben gefunden. Bin auch sehr glücklich, dass meine beste Freundin heute da ist. Das sind sehr, sehr liebe Menschen. Herzlich willkommen. Ja. Sie sind ja auch Schauspieler, arbeiten als Model. Sie haben einen anderen Weg gefunden, ne? Ich bin heute der glücklichste Mensch, zufolge den Dingen, die ich erleben darf schon seit 15 Jahren, die andere in der Gemeinde eben nicht erleben durften. Und ich bin glücklich, dass ich das alles gemacht habe und ich würde es jederzeit wieder so machen. Und ich glaube, dass Ihre Botschaft absolut angekommen ist. Und ich glaube, wir alle hoffen auch, dass Ihnen der Platz auf dieser Insel immer erhalten bleibt und Sie das Leben weiter so genießen können. Vielen Dank. Mit allem, was dazugehört. Was braucht man, wenn man von einem Tag auf den anderen alles verliert, was vorher das Leben ausgemacht hat, um wieder so dazustehen? Was braucht man da? Vielleicht auch von außen? Mut und Unterstützung. Mhm. Und ich meine, in dem Fall ist es ja so, es ist gegen Ihren Willen passiert. Und dann sind wir oft erstaunt, was in uns drinsteckt, was wir gar nicht wussten. Also Resilienz, Widerstandskraft entsteht ja tatsächlich am Widerstand. Und es ist nicht einfach da. Und wahrscheinlich haben Sie das auch gemerkt, was in Ihnen drinsteckt. Das merkt man auch, wenn Sie sprechen, dass da ganz viel ist und dass Sie sich auch eine Menge erarbeitet haben. Das wird jeder selbst erfahren, wenn er so einen Weg geht. Frau Galeotto, Sie waren in den Fängen einer Beziehung. Und als Sie sich aus dieser Beziehung gelöst haben, da hat Ihr früherer Partner Ihnen eine grausame Vorstellung, ein Messer in den Nacken gerammt. Seitdem sind Sie gelähmt und Sie haben nur knapp überlebt. Ja. Erstmal das Wichtigste, wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut soweit. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Und ich musste mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit opfern, aber ich bin froh und ich bin frei. Und wir sind froh, dass Sie da sind. Ja. Wenn wir noch mal zurückschauen, wie haben Sie diesen Mann kennengelernt? Ich habe ihn über Weihnachten kennengelernt. Mhm. Er kam zu einer Tante, wo er im gleichen Ort hat wie ich. Und ich arbeitete in einem Supermarkt und an der Kasse. Und da haben wir uns gesehen. Das war die erste Liebe. Und was haben Sie, wenn Sie sagen, das war die erste Liebe, was haben Sie an ihm geliebt? Er war schön. Schön? Mhm. Und ich glaube, ich habe zuerst von der Schönheit sich von der Schönheit angezogen, ja, gefühlt, sozusagen. Genau. Ja, Sie waren dann zusammen, aber die Beziehung hat sich verändert. Ja, und das kam, also wir haben 1992 geheiratet. Die ersten 2 Jahre waren schön. 2 Jahre schön. Ja, und dann, als ich von der ersten Tochter schwanger war, da fing es an. Was fing da an? Die erste Ohrfeige. Und in welcher Situation? Die erste? Wir hatten Streit und er konnte meine Mutter nicht so gut. Und sie hatten immer wieder Streit und ich war halt in der Mitte. So dazwischen, wie das viele kennen. Mhm. So, und so fing es an und da hat er mir Schuld gegeben und hat mir die erste Ohrfeige gegeben. Und was haben Sie, war das erstmal nur Schock bei Ihnen? Oder? Im ersten Moment, ja.
Und dann dachte ich, ja, vielleicht bin ich schuld. Vielleicht sind Sie schuld? Ja, das ist immer das, was man denkt am Anfang. Ja. Und war auch so ein Gedanke da, wenn der mich schlägt, dann kann er nicht mein Partner sein? War das auch da? Oder? Nein, diesen Moment nicht. Ich dachte, ja, vielleicht bin ich schuld, habe etwas falsch gemacht oder gesagt. Ich verzeihe ihn. Ich verzeihe ihm. Aber das war nicht so. Es hat sich dann eher noch gesteigert. Ja, und wurde es dann auch von der Gewalttätigkeit? Später kam so eine zweite Ohrfeige, eine dritte und dann immer wie schlimmer, immer wie schlimmer. Einen Faust und einen Kick. Ein Faustschlag? Ja, und immer wie schlimmer. Bis am Schluss. War da denn noch die Hoffnung, dass Sie diese ersten zwei Jahre noch mal wieder erleben, oder war die dann mehr und mehr auch? Nein, das war alles anders. Es war alles anders? Ja, meine Liebe war mit der Zeit immer wie kälter. Und ich habe gemerkt, bei ihm stimmt etwas nicht. Er war immer wie mehr aggressiver und hat sich auch nicht so um die Familie gekümmert. Ich musste alles selber weiterführen. Hat er Sie auch kontrolliert? Mit der Zeit, ja. Ja, was heißt das? Fing das an mit Kontrollieren. Er hatte Macht über mich. Das heißt, was hat er? Ich musste immer alles fragen, wenn ich irgendwo gehen musste und so. Wenn er Nein sagte, dann war es Nein. Hat er denn, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass da im Hintergrund, wenn man gefangen ist, auch oft eine Drohung steht. Ja. Hat er Ihnen denn auch gedroht? Ich hatte Drohungen, alles Mögliche, Stalking, alles. Ich habe alles mitgenommen. Hatten Sie Angst vor ihm dann irgendwann auch? Am Anfang ja, ziemlich sehr lange hatte ich Angst. Dann mit der Zeit habe ich gedacht, ich muss stark sein für meine Kinder. Die Kinder waren noch da. Ja, ich habe zwei Töchter und wir haben das schon öfter auch hier im Nachtcafé besprochen. Es gibt Beziehungen, da ist Gewalt und trotzdem fällt die Trennung schwer. Ist es die Angst, ist es Abhängigkeit? Was führt dazu, dass ein Ausbruch aus so einer toxischen Beziehung, wie man sie ja heute auch nennt, so schwer fällt oft? Sie haben ja auch einige Dinge schon dazu gesagt. Also erstmal spielt, glaube ich, häufig Scham eine Rolle, sich damit irgendwie an andere zu wenden. Und Sie sind sehr mutig, indem Sie das tun. Und Sie sind, sprechen sozusagen für viele, weil das sind erschreckende Zahlen, die schon vor eigentlich fast 20 Jahren die Bielefelder Frauenstudie in Deutschland zutage gebracht hat. Nämlich, dass 25% aller deutschen Frauen Gewalt in Beziehungen erlebt haben oder gegenwärtig erleben. Und jede Achte, also die Hälfte von denen, in einem strafrechtlich relevanten Sinne. Was unglaublich ist. Und wenn man dann schaut, was eigentlich in die Öffentlichkeit kommt, dann ist das gar nichts. Und das liegt, glaube ich, an ganz vielen Dingen. Dann sind die Kinder im Spiel, dann hofft man darauf, dass es besser wird, dann schämt man sich, dann fühlt man sich auch vielleicht gebunden. Ja, das ist ja auch eine Bindung. Und meistens ist es so, dass die Partner auch erstmal wieder ködern, sich vielleicht entschuldigen, sagen, es kommt nicht mehr vor. Dann kommt es doch wieder vor und dann unterwerfen sie sich wieder. Und dann ist es ein Teufelskreis, aus dem lange kein Entkommen ist. Das ist so. Und auch an Sie erstmal danke dafür, dass Sie diese Sprachlosigkeit hier durchbrechen. Sie haben gesagt, irgendwann bin ich auch dann dagegen angegangen. Auch Ihre Töchter haben gesehen, das geht so nicht. Eine Tochter ist dann gekommen und hat sie sozusagen auch abgeholt. Sie sind ja des Nachts geflohen in die Wohnung eines Bekannten. Sie haben ihren Ex-Mann dann auch angezeigt. War da klar, das war's jetzt, da gibt's kein Zurück mehr? Ja. Das geschah vor 4 Jahren, im Sommer. Und ich hatte Ferien und er hat mich quasi in der Wohnung eingesperrt. Ich konnte nicht mehr raus. Er hat mir meine Bankkarte, meine Schlüssel, mein Nattel, alles weggenommen. Ihr Telefon? Also alles, ja. Und er sagte, von jetzt an mache ich alles. Du musst nichts mehr machen und du wirst auch nie mehr arbeiten gehen. Also ich war gesperrt. Und
meine Kinder, ja, der Ältere war schon ausgezogen seit ein Jahr und die Jüngere war fast 18 damals und sie haben gemerkt, also die Kleine wusste schon, weil sie lebte noch mit uns und die Ältere hat gemerkt, da stimmt etwas nicht und die Jüngere hat dann alles erzählt, dass wir Streit hatten wieder einmal und dass ich nicht mehr raus konnte und so. Und dann haben sie zusammen diesen Fluchtweg organisiert. Ihr Ex-Mann kam dann in die Psychiatrie, aber irgendwann war er auch wieder draußen. Und er hat dann zwar ein Kontaktverbot bekommen, aber hat er sich dran gehalten? Nein. Er hoffte immer, dass ich wieder zurückkomme. Ich habe gemerkt, er immer wieder... Komm zurück, ich liebe dich und so. Er hatte noch nicht geschnallt, dass ich tatsächlich Ende war. Mhm. Und dann mit der Zeit hat er es gemerkt, wo ich die Scheidung eingereicht habe und alles. Und dann hat er mir wieder angefangen mit Drohungen. Du wirst Weihnachten nicht erleben und ich bringe dich um. Entweder mich oder niemand. Ich meine, das ist ja ein Albtraum, den Sie da erlebt haben. Zeit, was kann man eigentlich tun? Was können Frauen tun, die von ihrem Ex-Mann oder ihrem aktuellen Partner bedroht werden und so offensichtlich ja auch bedroht werden? Ja, Öffentlichkeit machen, Öffentlichkeit schaffen. Auf jeden Fall, das ist was ganz Wichtiges, weil das ist ja was Sie auch eindrucksvoll beschrieben haben. Es ist immer die geheime Kontaktaufnahme, die eigentlich verboten ist, mit Drohungen verbunden. Problematisch ist tatsächlich, dass, soweit ich auch weiß, die deutsche Justiz, in der Schweiz scheint es ähnlich zu sein, nicht tätig wird, bevor nichts vorfällt. Es wurde jetzt etwas verschärft, also man kann auch vorher tätig sein, aber lange war es. Mit Näherungsverbot dann, ja. Mhm. Und trotzdem passiert das ja leider immer wieder und relativ häufig. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, ob irgendwie das Gegenüber noch spürt, da gibt es vielleicht eine stille, leise Hoffnung, da ist man vielleicht nicht ganz eindeutig und klar. So schwierig das ist, glaube ich, ist es da ganz wichtig, möglichst klar zu sein, dass Nein auch Nein bedeutet. Sie haben gesagt, im Sommer vor 4 Jahren haben Sie sich getrennt. Dann kam irgendwann der 27. Dezember 2018, also jetzt vor knapp 4 Jahren, der Tag nach den Weihnachtsfeiertagen. Sie waren bei einer Freundin in der Boutique. Sie hatten versprochen, da auszuhelfen. Genau, was ist dann passiert? Sie ging in den Ferien und ich musste über Weihnachten ein Jahr den Laden aufmachen. Und da kam er. Er wusste das. Er wusste, dass Sie da waren? Ja, er hat mich so gestalkt. Er wusste jeden Schritt, was ich mache. Und da kam er am 27. im Laden. Er kam das erste Mal und beschimpfte mich. Bist du ganz sicher, dass du nicht mehr zurückkommst und dass du mich loswerden willst? Und ich habe gesagt, ja, jetzt ist es fertig. Ich ziehe durch, du machst dein Leben, ich mache mein Leben. Also endgültig und klar, wie Sie gesagt haben, wie man auftreten muss. Das habe ich jetzt länger angefangen mit diesem Nein und fertig. Und dann ist er gegangen und so, also zwischen 12:30 Mittag ist er wieder gekommen. Und ich war allein im Laden, es war keine Kundschaft, nichts. Kam er hinein plötzlich und er war hinter meinem Rücken und schreite mich an, ganz fest, und sagte, bist du wirklich sicher? Und ich sagte, ja, geh jetzt endlich, du darfst nicht einmal hier sein. Geh und lass mich in Ruhe. Und dann hat er mich mit dem Messer gestochen. Und da fiel ich am Boden. Ich fiel am Boden und erster Moment, ich habe nichts mehr gespürt. Ich hatte nur ein Kribbel im ganzen Körper. Und ich schaute ihn so hoch auf und sagte, was hast du mir getan? Und er hat sich vor mir hinuntergekniet, schaute mich in den Augen und sagte, du hast das gewollt.
ist wieder aufgestanden und ist gegangen. Dann kam irgendwann Hilfe, sie kam irgendwann... Nach circa eine halbe Stunde, aber kam das sie war ins... für mich eine Ewigkeit. Nach einer halben Stunde dort kam Hilfe, sie konnten sich ja nicht bewegen, sind dann ins Krankenhaus gekommen. Welche Diagnose haben Sie dann erhalten? Tetraplegie. Das heißt? Ich bin... Am Anfang bin ich von hier unten alles gelähmt gewesen. Ich konnte nicht einmal essen mehr. Nichts, ich konnte mich nicht bewegen, ich war so. Und dann mit der Zeit konnte ich wieder langsam die Finger bewegen, Hände, und das kam langsam alles wieder. Kam mit den Bewegungen auch Lebensmut zurück? Ja, ja? Sehr. Auch mit meinen Kindern, die gaben mir immer Hoffnung, sie geben mir heute noch Hoffnung. Ich habe nachhinein einen Freund, er hat mich in der Rehab kennengelernt und er hat mich sehr viel Mut gegeben. Jetzt bin ich da. Schön. Ihr Ex-Mann hat 15 Jahre Haft bekommen wegen versuchten Mordes. Haben Sie noch Angst, was passiert, wenn er mal rauskommt? Nein. Nein. Ich habe vorher schon keine Angst mehr gehabt von ihm. Ich habe gewusst, er wird mich nie lassen. Es muss etwas passieren. Das habe ich schon gewusst. Und ich habe gesagt, ich werde mein Leben opfern für meine Kinder. Und ich bin heute noch so. Ich werde weiterkämpfen. Er wird nicht schaffen, mich hinunterzuziehen. Er wird es nicht schaffen. Nein. Ist da neben dem, was ein Leben vielleicht auch schwer macht, auch so ein Gefühl, jetzt endlich aus diesen Fängen befreit zu sein? Ja. Für mich war es wie ein Stein, wo vom Herz gefallen ist. Ich lebe meinen Tag, jeden Tag. Und ich genieße alles, was ich... Man lernt auch damit umzugehen. Und man schätzt, was das Leben ist. Und ich werde weiterhin schätzen und Kraft haben. Und was würden Sie... Sie gehören ja jetzt zu denen, und Sie haben gesagt, es sind sehr, sehr viele, die das erleben. Was würden Sie denen raten, wenn man das überhaupt kann, weil natürlich jedes Leben, jede Beziehung eine andere ist, aber die jetzt in dieser Situation noch drinstecken, die Sie über 20 Jahre... Mut haben. Mut haben. Mut haben und sich nicht so hinunterdrücken lassen. Es ist so gut, dass Sie heute hier sind, aus vielerlei Gründen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja bisher über das Gefangensein in Beziehungen gesprochen, sei es jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung oder wie bei Ihnen in einer Sekte. Es gibt aber ja auch andere Möglichkeiten, sich gefangen zu fühlen. Sie haben irgendwann, so vor gut 8 Jahren, zum ersten Mal registriert, Frau Sitte, dass Sie sich in den Fängen des Alkohols befinden. Was war das für eine Situation, als Ihnen das bewusst geworden ist? Also ich war zu Anfang 2014, habe ich mich von meinem damaligen Mann getrennt und war so in einer Ausnahmesituation, alles sehr emotional, habe Wohnung gesucht, habe ähnlich auch narzisstische Beziehungen gehabt, deswegen spricht mich hier sehr vieles an. Und habe dann irgendwann, wie man es dann so tut, den Weg zum Glascontainer gemacht und habe Flaschen weggebracht oder Gläser und habe spaßeshalber gedacht, weil so eine Flasche nach der anderen und habe mitgezählt und habe gemerkt, oh, das sind jetzt 30 Stück, 30 Tage. Oh, hast du das alles alleine getrunken? Ja. 30 Flaschen an 30 Tagen? 30 Flaschen Wein, es war halt ein Monat und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich möglicherweise ein Problem haben könnte oder eher so, ich glaube, du trinkst zu viel, aber das ist eher so die...
Haben Sie sich denn nach dieser Erkenntnis, 30 Flaschen in 30 Tagen, mehr selbst beobachtet? Ja. Ich habe es natürlich auch viel verdrängt und bin dann so den typischen Weg gegangen, den viele Menschen möglicherweise kennen, die ein Problem mit Alkohol haben. Erstmal sehr viel Selbstverleugnung. Was heißt das? Im Internet geguckt, da gibt es ja diese Fragen, wenn du das machst, hast du ein Alkoholproblem, wenn du dieses machst, wenn du viermal Ja sagst, dann kann man ja auslegen, wie man möchte. Ich habe gedacht, ich trinke ja früh nicht, also bin ich nicht gefährdet, keine Alkoholikerin. Alkoholiker, das sind die anderen. Irgendwie. Ja, sowieso, ja? So. Immer. Ich wollte das nicht wahrhaben, ich wollte das nicht für mich nehmen, weil das Klischee ist ja tatsächlich, die Penner am Bahnhof, ich breche es jetzt einfach mal runter, mit körperlichen Entzugserscheinungen, das bin ich nicht. Mhm. Zu denen gehöre ich nicht. Zu denen gehöre ich. Sie haben gerade diese Tests angesprochen, haben Sie gleich geschmunzelt. Wie erkenne ich denn, dass ich ein Problem habe, das ich ernst nehmen muss? Was sind denn die Anzeichen? Ja, die sind unterschiedlich, aber sicherlich ist es so, wenn mich andere darauf hinweisen, dass ich vielleicht zu viel trinke, vor allen Dingen, wenn ich alleine trinke. Das ist ein großes Thema, dass man in der Öffentlichkeit sich noch ganz gut am Riemen reißt und dann ins Private geht und dort für sich trinkt. Das ist ein großes Warnzeichen. Und wenn man Alkohol letztlich als Medikament einsetzt, was unglaublich verbreitet ist, es ist ja nichts, was schier besser hilft, einzuschlafen, vermeintlich. Also ein Einschlafen wird besser. Ein bisschen betäuben, genau. Es nimmt einen ja so ein bisschen runter. Mhm. Die ganze Anspannung sinkt erstmal. Und über den Weg gelangen ganz viele in so einen verstärkten Konsum. Und dann sind die Grenzen fließend. Ja, das ist ganz gefährlich. Also es ist ein sehr schleichender Prozess. Ja. Aber wenn Sie das so sagen, ne, wenn andere einen darauf aufmerksam machen, haben Sie denn noch funktioniert nach außen? Ja, sehr gut. Also gibt es ja Begrifflichkeiten. Ich habe mich ja dann irgendwann über die Jahre sehr lange mit dem Thema beschäftigt oder sehr intensiv. Also es gibt ja den Begriff hochfunktionale Alkoholikerin. Ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen, natürlich mit einem Riesenkater, mit allem, was dazugehört. Aber ich bin nie zu spät gekommen, ich war nie krank deswegen. Also es hat alles Wunder. Ich hatte einen wirklich sehr anspruchsvollen Job, habe ich immer noch, aber damals noch mal einen anderen. Ich habe super funktioniert, habe Haushalt, Kinder, alles. Und in Gesellschaft getrunken oder allein? In Gesellschaft, wenn wir mal ausgegangen sind, Betriebsfeiern. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich trinke ja viel schneller als die anderen. Also ich hatte schon das erste Glas bestellt und ausgetrunken. Da haben die anderen noch überlegt, was sie trinken. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt zweites Glas sieht jetzt doof aus. Also so, man fängt dann an, sich selbst zu beobachten, wie Sie schon sagten, und zu reflektieren und irgendwann In den Augen der anderen auch zu sehen, ist was verdächtig. So. Also ich merkte, dass ich anders bin. Dass dann kam dann mal so ein Spruch, du bist aber heute zügig dabei oder aber eher flapsig. Mhm. Aber was Sie gerade angesprochen haben, dieses von außen, hatte ich eher nicht, weil ich das sehr gut verstecken konnte. Also so wie ich sieht dann keiner aus, der ein Alkoholproblem hat. Ich sag's jetzt mal salopp. Mhm. Habe dann auch sehr viel zu Hause getrunken nach der Arbeit. Also dann wirklich zum Teil noch in Jacke, in Schuhen, Flasche auf und erst mal ein Glas einschenken und so. Der erste Schluck einfach so. Und immer Wein? Ja, jein. Also Bier trinke ich gar nicht, mag ich einfach nicht. Sekt auch nicht. Es war halt immer so in der Regel der billige Rotwein. Und dann irgendwie fällt man dann in so eine Spirale. Ich möchte ja aufhören, ich möchte ja reduzieren. Und dann ist es so ein Trugschluss. Irgendwann habe ich gedacht, eine Flasche Wein. Also ich konnte nicht aufhören, die Flasche musste leer werden. Aber es gab diese Momente, dass Sie gesagt haben, so jetzt muss das aber mal weniger werden. Ja, also genau, das ist ja nicht gesund, was du hier machst, sondern du musst das reduzieren. Mhm. Ich habe wirklich alles probiert, mit Zettel, heute kein Wein oder mit Trinkpausen. Du trinkst jetzt mal nichts, nach 4 Tagen war der Druck so groß. Und das waren dann so die Punkte, wo ich dachte, oh, du hast ehrlich ein Problem. Und war das, Sie haben gesagt, von außen hat man mich nicht erkannt, aber war das ein Medikament?
trifft das? Ja, also zum einen zum Entspannen, zum Runterkommen, ja. Weil ich immer so auf der linken Spur quasi gefahren, immer Vollgas im Job, privat, aber auch sehr viel, bei mir sind das immer sehr viele emotionale Situationen gewesen. Mhm. Also nicht nur Trauer oder Wut, sondern auch so Glücksgefühle, die dann irgendwie, die ich damit so kompensiert habe, war immer irgendwie so, ja, vielleicht auch die Emotionen nicht fühlen zu wollen, zu müssen, egal in welche Richtung die ausschlagen. Weil ich kam damit nicht zurecht, diese Gibt es eigentlich, so wie Sie es beschreiben, dann sind es die Emotionen, gibt es so bestimmte Situationen oder Faktoren, die uns anfällig machen dafür, dass sich das ins Leben hineinschleicht? Also ich glaube, erstmal ist es so, dass es nichts Verfügbareres gibt als Alkohol in Deutschland. Wir haben es überall, man kriegt es an den Tankstellen, lange Zeit rund um die Uhr. Und es gehörte quasi zu den Initiationsritualen auch der Jugend zu trinken. Übrigens ganz verdächtig, diejenigen, die sich brüsten, viel zu vertragen, sind keinesfalls sicher, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es eine genetische Komponente, die gibt es auch. Und gerade die scheinbar ganz viel vertragen, werden trotzdem abhängig, aber merken es nicht so schnell. Haben Sie viel vertragen? Ja, da war ich auch immer stolz drauf. Ach, stolz drauf. Mhm. Also, genau. Total bescheuert. Ja, das ist, aber da sind wir ja schon bei den Bildern. Sie sagen, es ist ja überall. Nun fragt man sich ja auf der anderen Seite. Jeder weiß oder die meisten wissen, es ist eine gefährliche Droge. Und wir wissen, um es mal auch direkt zu sagen, wie viele sich ja zu Tode saufen. Mhm. Warum hat dann Alkohol nach wie vor ein relativ positives Image bei vielen und ist so fester Bestandteil dieser Gesellschaft? Ja, fragen Sie mal die Politiker. Also es ist eine Lobbyfrage auch. Ich meine, da wird unglaublich viel dran verdient. Die Steuer auf Alkoholiker ist hoch und der Staat verdient gut mit. Wann ist es denn in der Familie aufgefallen oder ist es überhaupt? Nee. Also meine zwei Söhne, ich habe drei Kinder und meine zwei Söhne, die haben es tatsächlich direkt angesprochen in zwei Situationen. Also mein großer Sohn, mit dem war ich im Urlaub und der sagte dann, Mama, 4 Tage, 4 Flaschen Wein. Also, und dann habe ich angefangen, das zu verstecken vor ihm, also während des Urlaubs. Ne? Bin dann umgeschwenkt auf, dieses rote, irgendein Cocktail. Mhm. Weil ich dachte, ja, dann sieht man so nicht den Pegel. Ne? Eine Flasche ist dann schneller, eine leere auffälliger. Und mein kleiner Sohn, also mein Jüngster, der hat ja mit mir zusammengelebt. Und der hat natürlich gesagt, ach, trinkst du schon wieder Wein? Und bist du betrunken? Oder wenn wir eine so lustige Situation hatten, rumgealbert, ach, du bist wohl wieder betrunken, also sehr abfällig auch. Gab es auch mal Situationen, die Ihnen einfach peinlich waren? Oh ja, viele. Also auch gegenüber meinen Kindern. Zum Beispiel? Also was ist einem peinlich? Eher auch Scham, peinlich. Ich habe mal bei einer Party so die Kontrolle verloren, habe Sekt und Schnaps im Wechsel getrunken und hatte meiner Tochter versprochen, ich bin zeitig zu Hause, weil sie damals auf ihren kleinen Bruder aufgepasst hat und habe weder mitbekommen, dass sie mich verzweifelt mehrmals angerufen hat. Ich habe dann irgendwann wirklich sturzbetrunken, nachts 2:30 nach Hause und sie war so enttäuscht, aber also so Situationen. Mhm. Über wie viele Menschen reden wir eigentlich, die ein Problem haben? Also mindestens 2 Millionen Abhängige in Deutschland, so größenordnungsmäßig. Und dann noch mal so viele, die Missbrauch betreiben und noch mal so viele, die riskant trinken. Also es ist schon eine erhebliche Zahl von wahrscheinlich 10% der Bevölkerung, die in irgendeiner Weise betroffen sind. Und was ich ganz wichtig und schön fand, dass Sie das gesagt haben, Emotionsregulation ist ein großes Thema. Das lernen wir nicht. Ja? Und es ist was Entscheidendes. Und Alkohol reguliert Gefühle ziemlich gut, ja, und ziemlich schnell. In alle Richtungen, wie Sie gesagt haben, die positiven, die negativen. Wenn wir nicht lernen in Kindheit und Jugend, dass Gefühle in Ordnung sind und dass man unterschiedliche Weisen hat, damit umzugehen, dann ist Alkohol naheliegend als ein Regulator. Sie haben irgendwann es mal geschafft, 100 Tage nichts zu trinken. Ja. Aber das war nicht der richtige Durchbruch. Ne? Das war nicht der richtige. Dann gab es einen Geburtstag Ihres Kindes und was ist dann passiert? Ja, also ich habe
gedacht, ja, ich muss mal 100 Tage, weil es gibt so ganz viele Zahlen im Internet und Tipps. Und 100, wenn du 100 Tage geschafft hast, dann bist du so über den Berg. Und das war so für mich so eine Zahl. Ich muss die 100 Tage schaffen und dann geht es mir gut. Und habe mich da tatsächlich mehr oder weniger durchgequält. Immer so, du darfst nicht, du darfst nicht. Also es war eher so von außen gesteuert als innere Einstellung. Und dann war halt, wie gesagt, der Geburtstag. Und heute trinkst du mal ein Glas Wein, das gönnst du dir. Ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut, auf dieses Glas Wein. Mhm. Und habe geglaubt, ich hätte dann immer noch die Kontrolle. Und ja, aber das steigerte sich recht schnell wieder. Dann so 3 Tage später, ach, könntest du doch mal ein Glas. Und irgendwie ist man ganz schnell wieder bei einer Flasche. Und irgendwann war ich wieder im alten Modus. Aber dann waren Sie irgendwann in einer Beziehung. Ja. Und dann hat es auf eine Art Klick gemacht. Erzählen Sie mal. Was? Ja gut, ob es jetzt die Beziehung als solches war, kann ich gar nicht sagen. Aber dieses Aufhören wollen, also es hat mich ja natürlich schon, ne? Und mein Partner, der trinkt halt gar keinen Alkohol, der ist halt Sportler. Und das hat es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Also wenn wir uns gesehen haben, wir wohnen halt nicht zusammen und sehen uns jetzt nicht so häufig, habe ich dann auch nicht getrunken, weil er dann entweder nicht zum Haus hatte oder ich das dann auch nicht. Dann hätte ich nur ein Glas trinken dürfen, um das nicht auffällig machen zu wollen. Dann habe ich gedacht, dann lieber nicht, dann lieber morgen, wenn ich wieder zu Hause bin. Mhm. Und irgendwann wollte ich aber, dann hat's, irgendwann hat es Klick gemacht. Das glaube ich aber nicht unbedingt, dass das jetzt mit der Partnerschaft zu tun hat, sondern ich habe auch viel gelesen. Ich wollte aufhören. Sie wollten es plötzlich. Ich wollte plötzlich aufhören. Außen. Genau. Und das war so von einem Tag zum anderen. Das weiß ich noch, 30. September. Ich habe, morgen hörst du auf. So. Und dann bin ich wirklich, es klingt vielleicht schräg, aber ich bin eingeschlafen mit dem Gedanken, boah, Gott sei Dank, du brauchst nie wieder trinken. Das war für mich wirklich so ein so eine innere Befreiung, als hätte mich jemand von außen gezwungen. Ist ja nicht so, aber für mich war das so. Und dann war das, ja, es ist kein Spaziergang, also ich mache seit 3 Jahren trinke ich halt nicht. Seit 3 Jahren. Aber das war ja, so ein Befreiungsschlag. Was? Seit diesem Befreiungsschlag achten Sie trotzdem noch darauf, dass Sie sich bestimmten Situationen nicht aussetzen? Also ich bin am Anfang, also da, wie gesagt, ich war dann sehr müde. Das war irgendwie so, also ich habe sehr lange Monate sehr viel, also ich war sehr müde, ich habe viel geschlafen, ich war mega erschöpft. Das war so, als hätte ich erstmal eine Pause gebraucht. Mhm. Und habe dann, ja, dann kam Corona, also dann war das sowieso alles, zum einen einfacher, weil es gab keine Partys mehr, zum anderen schwerer, weil ich war plötzlich mit mir sehr allein. So. Ich habe Situationen ja, vermieden, also wirklich nicht wegzugehen oder nicht zum Haus zu haben. Und, aber so viele Situationen gab es halt wegen Corona dann nicht, dann ging das. Also, Sie haben sich ja aus sich heraus befreit. Ja. Was kann uns, wenn wir diese Kraft nicht empfinden, was kann uns helfen, rauszukommen? Ich glaube, es gibt viele Wege und Sie haben einen beschrieben. Manchmal ist es so, dass man über eine schwere Krankheit stolpert, dass man über eine Beziehung, die einem wichtig ist. Letztlich ist es genau das, was Sie schön beschrieben haben. Was zieht mich so sehr auf die andere Seite, dass ich bereit bin, das aufzugeben, was bisher so eine hohe Attraktivität hatte? Und dann Unterstützung sich zu holen. Dann braucht es ganz häufig Unterstützung. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben es lange eigentlich immer im Verborgenen immer gehalten. Also bis jetzt. Also das ist so quasi mein Coming Out heute. Ich meine, Sie sind heute hier. Ich gehe davon aus, Ihr Partner weiß davon. Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Oh, okay. Und wie hat er reagiert? Ich hatte große Sorge, weil er immer kommuniziert hat, ohne das zu wissen, mit einer Alkoholikerin würde er nie zusammenleben wollen, weil er sagt immer, den Krieg kann man nicht gewinnen. Weil natürlich die Angehörigen immer mitleiden, wenn Sucht ein Thema ist. Und das war vielleicht so ein Auslöser, auch zu sagen, ich gehe das jetzt an, möglicherweise.
Und ich hatte dann, weil ich ja jetzt wusste, ich gehe in die Sendung, dachte ich, ist jetzt doof, er sieht mich dann im Fernsehen. Und ja, das ist vielleicht wirklich. So, jetzt, ich war so ein bisschen im Zugzwang und habe gesagt, ich müsste dann was erzählen. Du kennst doch die Sendung Nachtcafé, also ich habe das so von hinten. Und er war aber, also ich habe natürlich Sorge gehabt, dass er das so als Vertrauensbruch sieht. Und ja. Du hast mich da jetzt 4 Jahre lang vorgeführt. Und also ich hätte auch verstanden, wenn er gesagt hätte, damit kann ich gar nicht umgehen. Aber nein, er sieht das halt, und das ist ja das Fatale, ich habe es ja nie erzählt, weil ich mich sehr geschämt habe. Mhm. Also bei mir ist Scham also eine ganz große, ein ganz großer Faktor, immer noch. Aber er sieht halt die andere Seite der Medaille und sagt, das musst du einfach so sehen, du hast es seit 3 Jahren nicht angefasst, du kannst sehr stolz auf dich sein. Und das habe ich nie so betrachtet. Und so... Und so hat ich hatte dann gefragt, habe dann meine Beichte und er, und tu mir einen Gefallen, es wäre schön, du kommst mit, ich bräuchte da jemanden, weil es ist ja schon ein Thema und ja, sofort und also wirklich, und er beließt sich jetzt und fragt und sagt natürlich, wer weiß, was da noch alles raus, aber ich bin ja offen, also ich möchte ihm ja auch alles erzählen. Ja. Und er ist heute mitgekommen. Ja. Also, herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind. Was würden Sie denn sagen, haben Sie gewonnen durch das Leben ohne Alkohol? Sehr viel Lebensqualität. Mhm. Also, es hat sehr lange gedauert. Ich bin immer noch in dem Prozess. Also, was weg ist, so rum wäre es vielleicht. Also, ich habe überlegt, weg ist Selbsthass. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, du bist eine Verliererin, du kriegst das nicht in den Griff, du bist undiszipliniert. Also, dieses. Und dann auch immer auch sehr verhaftet mit Depressionen, mit Selbstmitleid. Also, ganz schrecklich. Das ist alles weg. Also ich kann mir jetzt wirklich im Spiegel in die Augen gucken und ich bin viel authentischer wieder. Ich bin auch wieder eine gute Freundin. Also ich kann wieder zuhören. Früher, ich konnte nicht mehr zuhören, ich konnte mir nichts merken. Ich habe am Telefon möglicherweise gelallt. Ich bin wieder vertrauenswürdig. Ich bin viel authentischer wieder und viel, natürlich auch viel sensibler jetzt, weil ich jetzt auch Gefühle natürlich zulassen muss auch, und das ist schon hart. Ja, aber das habe ich tatsächlich gewonnen. Und ich muss mir nie wieder Gedanken machen, kann ich jetzt Auto fahren oder nicht. Ich kann halt Auto fahren, weil ist ja alles gut. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ja, bitte. Alkohol ist ja sehr präsent in unserer Gesellschaft. Und grundsätzlich wissen wir schon, dass wir da in die Fänge geraten können. Und manche gestehen es sich wahrscheinlich nicht ein, oder viele gestehen es sich nicht ein. Aber ganz anders sieht es ja aus, wenn wir über psychische Krankheiten sprechen. Sie, Frau Kunze, leiden unter paranoider Schizophrenie. Und wir möchten heute einfach mehr erfahren, was das bedeutet. Diese Krankheit kann sich ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen bemerkbar machen. Sie hören zum Beispiel Stimmen. Haben diesen Stimmen mittlerweile sogar Namen gegeben? Wie haben Sie die genannt? Also es hatte bei mir angefangen, dass ich ihnen Namen gegeben habe, als ich in der Therapie erstmals darüber gesprochen habe. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ein Buch von Hermann Hesse gelesen, das Demian heißt. Mhm. Und unter anderem natürlich ein Charakter in dem Buch heißt Demian. Ja. Es gibt aber auch so eine Art mütterliche Figur in der Erzählung. Und das ist halt die Eva. Und, wir kommen zu diesen Stimmen auch noch mal zurück, aber möchten vorher auch Sie erst noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Sie waren als Kind auch viel bei Ihren Großeltern. Wie wichtig waren die für Sie? Wie wohl haben Sie sich da gefühlt? Es war eine sehr schöne Zeit. Also es war so, dass meine Eltern natürlich beide gearbeitet haben, als er ein Kind war, gerade so erste Klasse. Und war ich dann halt nachmittags, also meine Großeltern haben bei uns mit demselben Haus gewohnt, die haben sich quasi mit meinen Eltern das Haus geteilt. Und gerade zu meiner Oma väterlicherseits hatte ich eine sehr, sehr enge, gute Verbindung. Und es war auch mit meiner älteren Schwester, die ist 3,5 Jahre älter als ich. Wir waren eigentlich auch wir beide unzertrennlich. Wir waren immer mit der Oma unterwegs oder haben was gemacht. Also da war schon so ein Gefühl von Geborgenheit da und einfach eine schöne Zeit. Als Sie dann 13 waren, ist Ihre Großmutter verstorben. Genau. Sie wurden in dieser Zeit in der Schule auch gemobbt.
Hat sich Ihr Leben da, würden Sie sagen, es hat sich verfinstert? Und wenn ja, wie sehr? Also es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Mhm. Also ich denke generell 13 ist ein Alter, wo viele Situationen empfinden, die irgendwie negativ sind. Das ist ja die Zeit, in der die Pubertät einsetzt. Das ist mein Sohn wird 13, ich bin gespannt. Also ich denke generell, es ist auf jeden Fall eine Zeit, die für viele Menschen schwierig mhm. ist. Und ich wurde schon in der Grundschule so ein bisschen gehänselt, gemobbt. Mhm. Aber dann so in der 8. Klasse war das, hatte sich das Ganze dann intensiviert. Und infolgedessen habe ich dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen mit 13 Jahren. Und habe das dann erst ganz spät auch meinen Eltern quasi gebeichtet. Ich habe es immer versucht zu verstecken und wollte es auch selber nicht so richtig wahrhaben. Und hatte dann mit knapp 14 Jahren dann auch einen Suizidversuch. Puh. Und daraufhin bin ich dann auch in die Kinder- und Jugendklinik gekommen. Und das hat mir aber eigentlich sehr gut geholfen. Es war an sich, also die ersten ein, zwei Wochen war es sehr schwierig. Ich hätte alles getan, damit ich wieder nach Hause kann. Und Sie haben ja dann, als Sie zu Hause waren, auch die Schule gewechselt, ne? Also raus aus der Schule, wo Sie gemobbt waren. Ich habe das noch während ich in der Klinik war. Noch während Sie da war. Und, genau. Und war das in der neuen Schule dann auch besser? Haben Sie sich da wieder mehr aufgehoben gefühlt? Ja, sehr. Ja? Also ich hatte großes Glück mit meiner Klasse. Ich hatte auch einen ganz tollen Klassenlehrer, mhm. der auch in Kombination mit der Schulleitung und meinem behandelnden Therapeuten auch Gespräche gesucht hat und versucht hat, auch mich zu integrieren. Und das ist mhm. auch sehr gut gelungen. Ich habe mich in der Klasse wohlgefühlt. Es war natürlich nicht einfach, gerade, ich war fast ein halbes Jahr in der Klinik, den Schulstoff nachzuholen. Es mhm. war 9. Klasse, wo es dann schon langsam so auf den 10. Klasse-Abschluss hinführt. Und ja, aber Sie haben sich wohlgefühlt, höre ich raus. Ja. Dann haben Sie aber irgendwann den Wahn entwickelt, dass eine gute Freundin von Ihnen in der Schule Ihnen was antun möchte. Erzählen Sie mal was darüber. Es war wirklich für mich auch eine sehr schwierige Phase. Ich hatte angefangen, Stimmen zu hören. Das war direkt mit so 16 Jahren, das war 2012. Und dazu kamen dann aber halt diese Wahnvorstellungen. Es war so, dass ich hatte damals in der Zeit häufig mit zwei verschiedenen Kugelschreibern geschrieben. Und die Schulfreundin hatte das dann auch übernommen, diese Kugelschreiber zu verwenden. Es war immer ein roter und ein schwarzer. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Und das war dann für mich der untrügliche Beweis, dass sie mir meine Seele stehlen möchte, um mich halt zu ersetzen oder umzubringen. Und das hört sich jetzt im Nachhinein immer ein bisschen an wie Science-Fiction oder Fantasy oder Horrorbuch. Aber es war für mich in dieser Phase absolute Realität. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich hatte Ängste in der Schule. Ich wusste, vor dieser Freundin. Ja. Mhm. Und ich war zu der Zeit auch in psychotherapeutischer Behandlung. Und das wurde aber nicht so richtig als Psychose erkannt. Das heißt, es wurde halt nicht medikamentös behandelt und auch nicht psychotherapeutisch in dem Sinne. Und das ging ein paar Monate, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie lange, vielleicht 7, 8 Monate. Und dann hatte diese Freundin aber mit der Schule aufgehört, nach der 10. Klasse den Abschluss gemacht. Und ja, dann hatte sich das alles hier ein bisschen eingerenkt. Aber Sie haben gesagt, das eine waren die Wahnvorstellungen, die wirklich für Außenstehende sich wirklich sehr heftig anhören, aber das war für Sie erlebte Realität. Genau. Sie haben auch gesagt, Sie haben dann auch angefangen, mit 16 Stimmen zu hören. Beschreiben Sie mal, erinnern Sie sich noch dran, als Sie das erste Mal Stimmen gehört haben? Ja, ich erinnere mich das sogar ziemlich gut. Und zwar hatte ich bei meinen Eltern zu Hause, sollte ich halt immer das Bad reinigen. Ich glaube, das war immer Mittwoch, Nachmittag nach der Schule. Und ich hing dann so über der Wanne und habe die irgendwie geschrubbt oder irgendwie sauber gemacht und habe dann halt mehrmals meinen Namen rufen hören. Und es war aber halt ein bisschen seltsam, weil meine Eltern waren beide noch auf Arbeit. Und ich habe drei ältere Geschwister und zu dem Zeitpunkt war die mir am nächsten ist, also vom Altersabstand, die war halt auch gerade im Auslandssemester oder im Auslandsjahr. Und dann dachte ich so, also ich habe mich gewundert halt, woher das kommt. Und habe das dann aber erstmal abgetan. Wie real waren die Stimmen denn, die Sie da gehört? Es war schon
Es war wirklich, wirklich so, als hätte mich jemand gerufen, den ich kenne auch. Ja. Und ich dachte dann damals, es ist irgendwie so eine Form von Tinnitus. Weil für mich war Tinnitus die Definition von etwas hören, was nicht da ist. Dass es sowas wie Stimmhören gibt, hatte man vielleicht mal gehört oder gelesen. Ich konnte das aber überhaupt nicht auf mich beziehen. War das auch eine tiefe Verunsicherung? Also ja, Sie hören da etwas und kriegen auf einmal mit, da ist ja niemand. Ich hatte wirklich sehr starke Ängste dann auch. Mhm. Und das ist auch eigentlich immer noch so, wenn... bei mir ist es immer noch so, dass es phasenweise schon dazu kommt, dass ich Stimmen höre. Es gibt aber mittlerweile auch Phasen, in denen es längere Zeit nicht vorkommt. Und es ist trotzdem so, auch nach all den Jahren, das sind ja jetzt mittlerweile fast 10 Jahre, nach all den Jahren hat es nichts von seiner Beklommenheit oder von dieser Angst verloren. Was sagen die denn dann? Also greifen diese Stimmen auch in Situationen ein? Oder? Ja, also ja. Es ist, also gerade, ich hatte ja wie gesagt, die Eva war die erste Stimme, die ich vernommen habe. Und da war es anfangs erst so, dass halt der Name gerufen wurde. Später kamen dann aber auch Aufforderungen hinzu. Also dass zum Beispiel, dass ich mich ritzen sollte oder dass ich mir das Leben nehmen sollte, dass ich mich umbringen soll. Es war halt auch, auch oft beleidigend. Du dummes Stück und du bist eh verrückt. Und das war, ja, es war extremst belastend. Und später erst kam die Stimme Demian hinzu. Das war dann manchmal so, ich war der, wo das damals losging, war ich frisch in einer Partnerschaft. Und da hatte ich quasi die Stimme meines Partners nach Hilfe rufen hören. Also Anna, hilf mir, ich brauche jetzt Hilfe, du musst jetzt kommen. Mhm. Und dann bin ich ihn suchen gegangen, oder wir hatten ja damals schon zusammen gewohnt. Und er saß halt irgendwie am Rechner und hat was gespielt, der wusste von gar nichts. Das war dann halt auch sehr schwierig, erstmal zu akzeptieren, dass es diese Imitation auch gab, die mich so beeinflusst hat. Wir hören jetzt etwas, glaube ich, was für viele fremd ist, weil es ja Welten sind, wenn man sie nicht erfahren hat, muss man sie erstmal kennenlernen oder sich reinversetzen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir an einer Psychose leiden? Wir haben jetzt zwei Formen kennengelernt mit Wahnvorstellungen und Stimmen. Welche gibt es sonst noch? Also zunächst finde ich das klasse, dass Sie das auch öffentlich machen und darüber reden, was gar nicht so selbstverständlich ist. Auch danke von uns dafür nochmal. Genau. Und was die meisten nicht wissen und was mich auch erstaunt hat, als ich das vor wenigen Jahren gelesen habe, dass 6-7% der Normalbevölkerung, der gesunden Normalbevölkerung in ihrem Leben schizophreniforme, also schizophrenieartige Symptome haben. Für kurze Zeit. Also Stimmen hören ist überhaupt nichts, was nur im Rahmen von einer schizophrenen Psychose vorkommt. Es kommt zum Beispiel auch bei vielen Traumafolgestörungen vor, aber auch in der Normalbevölkerung. Und das ist ja was sehr verblüfft. Also das heißt, es ist nicht so weit vom Alltagserleben weg, wie man vielleicht zunächst denkt. Und Sie haben das sehr eindrucksvoll beschrieben, also dass der Charakter des Bedrohtseins, dass es mich massiv ängstigt und dass es dann auch kommentierende und herabwürdigende Stimmen gibt, die mich gar irgendwie zur Selbstverletzung oder zum Suizid auffordern. Das ist natürlich etwas, was dringend behandlungsbedürftig ist. Sie haben ja gesagt, es wurde gar nicht gleich erkannt. Irgendwann haben Sie dann gewusst, was es ist. Hat Ihnen denn seitdem etwas geholfen? Ist es besser geworden nach Ihrer Einschätzung? Für Sie erträglicher geworden? Also es hat mir sehr stark weiterhin geholfen, Therapie zu machen. Ja. Also ich bin psychotherapeutisch und psychiatrisch angebunden. Was mir auch sehr gut geholfen hat, ist das sogenannte metakognitive Training. Da lernt man halt auch, mit den verschiedenen Empfindungen in der Psychose umzugehen. Wir hatten auch in der Klinik zum Beispiel Psychoedukation, also wo wir erfahren haben, was die Krankheit bedeutet, was sie ist, wie man sie behandeln kann. Mhm. Und weiterhin natürlich auf jeden Fall mein Partner, mit dem ich ja jetzt auch schon verheiratet bin. Meine Familie auf jeden Fall auch, ist mir sehr wichtig. Ich sage immer, ich habe eine multiprofessionelle Familie. Meine Mutter ist Heilpädagogin, meine älteste Schwester Psychiaterin und die andere Schwester Sozialarbeiterin. Also da haben Sie ein perfektes Umfeld. wie ist es denn, Sie haben ja auch beschrieben, als Sie sich aus den Fängen befreit haben, bedeutet es trotzdem noch, dass Sie achtsam sind. In welchen Situationen ist es für Sie auch schwierig nach wie vor? Es gibt eigentlich viele. Ja? Also ich habe jetzt diesen Monat frisch ein Studium begonnen. Mhm. Und da ist es
Das ist halt auch häufig eine Folge von so psychotischen Erfahrungen, dass man zum Beispiel einen ganz starken Konzentrationsverlust hat. Mhm. Das fällt mir dann schon schwer, eine anderthalbe Stunde oder länger am Ball zu bleiben, sich zu konzentrieren. Mhm. Weiterhin muss ich wirklich immer aufpassen, dass ich ein Gleichgewicht schaffe zwischen Anstrengungen oder mhm. Überforderung und Unterforderung, dass ich einfach für mich selber darauf achte, was ich jetzt auch mit meinen Kräften schaffe. Mhm. Ich muss halt abwägen, kann ich jetzt noch zu der Party gehen oder ist es mir zu anstrengend oder mache ich heute noch einen Termin mhm. oder lasse ich es lieber. Also es ist letztendlich immer so ein bisschen ein Drahtseilakt. Und die Balance zu halten, ist unglaublich wichtig für mich. Bei Außenstehenden löst das ja auch manchmal Ängste aus, was man nicht kennt, was man nicht einschätzen kann. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gibt Therapien. Welche Therapien gibt es und wie erfolgreich sind die mittlerweile? Also die Verläufe der schizophrenen Psychose sind auch sehr unterschiedlich. Tatsächlich gibt es ungefähr ein Drittel, die einmal eine heftige Episode haben und dann zeitlebens nichts mehr. Es gibt diejenigen, die wiederkehrend darunter erkranken, aber jedes Mal danach wieder sozusagen in den Normalzustand kommen und dann etwa noch mal so ein Drittel, die auch unter Einschränkungen leiden. Also das heißt, die Prognose ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Wenn man jetzt mal den Diabetes nimmt als eine Volkskrankheit, dann ist es vielleicht durchaus vergleichbar. Und ich glaube, das muss man sagen, auch da ist es klar, dass man Medikamente nimmt, Insulin beispielsweise oder andere Medikamente. Und so ist es bei der schizophrenen Psychose auch so. Das ist in der Regel Medikamente braucht, die helfen, den Gehirnstoffwechsel zu stabilisieren, sodass es zu diesen quälenden Symptomen nicht mehr so kommt oder man besser damit umgeht. Fühlen Sie sich noch in den Fängen der Krankheit oder sind Sie dabei, die loszuwerden? Ach, was heißt Finger? Also es ist natürlich so, dass es meinen Alltag schon oft einschränkt oder mich auch oftmals, auch mehrmals täglich begleitet. Aber es ist definitiv nicht mehr so der Fall, dass ich mich davon unterkriegen lasse. Ich versuche einfach, so wie es ist, mein Leben zu leben. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben angefangen zu studieren. Genau. Kunstgeschichte im ersten Semester. Sie malen viel, Sie zeichnen viel. Was gibt Ihnen das? Also ich hatte damit angefangen, wo ich zum ersten Mal in der Kinderklinik war. Da mussten wir eigentlich abends immer ein Tagebuch führen und das dann halt abgeben. Und der Therapeut hat das dann am nächsten Tag gelesen und dann wieder zurückgegeben. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, statt Tagebuch zu schreiben, halt Bilder zu malen. Und das hatte sich dann ein bisschen so als eine wichtige Strategie für mich entwickelt. Mhm. Das heißt, ich hatte dann immer, wenn ich Ängste hatte, Sorgen, Stress, das versucht zu kanalisieren und auszudrücken. Und habe dadurch ja auch schon 2 Ausstellungen selber bewerkstelligt. Gratulation dafür. Also. Mhm. Und Sie sprechen auch in Schulklassen über Ihre Erkrankung. Warum? Einerseits ist es mir auch sehr wichtig, über das Mobbing als Thema zu reden. Also ich bin häufig so 8. und 9. Klasse unterwegs in Dresden. Und da ist es für mich natürlich einer der Hauptaugenmerke, über die Folgen auch von Mobbing zu reden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder, der gemobbt wird, eine Schizophrenie entwickelt. Aber es geht darum, halt oft zu zeigen, dass es im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ein junger Mensch sich das Leben nimmt, was ja bei mir auch fast geklappt hätte. Und ich finde es einfach auch über die Erkrankung, weil auch immer noch sehr viele Stigmatisierungen die Schizophrenie betreffen. Da ist der Klassiker mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, was da ja auch häufig verwechselt wird. Und deswegen ist es mir auf jeden Fall auch wichtig, ein bisschen die Realität zu zeigen auch. Danke, dass Sie das auch hier gemacht haben. Danke, Frau Kunze. Herr Lappi, Sie bringen uns die Geschichte von Roman Gaber mit. Dazu muss man wissen, der ist auf schier unglaubliche Weise in die Fänge eines Drogenkartells geraten und ist aktuell im Gefängnis in Kolumbien. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Roman Gaber? Der Roman hatte über lange Zeit eine Beziehung zu meiner Mutter. Ich hatte meinen Vater mit 6 Jahren schon verloren und also so im Alter von 8, 9 Jahren aufwärts, wo dann der Roman mit meiner Mutter liiert. War er da? Und wie würden Sie ihn so als Menschen beschreiben? Wir kennen ihn nicht. Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Er war eigentlich ein, oder er ist ein sehr einfach lebender Mensch. Er hat eine ganz große Leidenschaft für seine Arbeit. Er ist in der Automobilbranche tätig gewesen vor seinem Pensionsantritt, also Rente. Und ist ein tief in der Gemeinde verwurzelter Mensch, der sich eigentlich gar nicht weit aus seinem Wohlfühlbereich hinaus bewegt. Das ist so dieses magische Dreieck, Arbeitsplatz, Sportplatz von mir aus und hin und wieder das Wirtshaus. Also auch heimatverbunden sozusagen im engen Raum. Ganz genau, hat sich auch sehr engagiert im Sportverein und so weiter. Also. Hat er denn, so eng der Rahmen war, auch vom großen Geld geträumt? Oder? Naja, also man muss schon sagen, wer träumt denn nicht vom großen Geld? Also wenn wir jetzt, ich gucke mich mal um. Ja. In die Hände hoch. Also wenn man jetzt einen Lottoschein aufgibt und so weiter, man hofft natürlich schon. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser Traum vom großen Geld so manifestiert war, dass er jetzt aktiv irgendwie was dafür getan hätte, außer eben Lotto spielen zum Beispiel. Oder so. Wie eng war Ihr Verhältnis? Oder ist Ihr Verhältnis? Naja, eng. Also nichts kann einen Vater ersetzen. Mhm. Da fährt die Eisenbahn drüber, auf gut Österreichisch. Aber er hat mich, meine Schwester, meine Mutter doch über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet. Das vergeht natürlich auch nicht. Über die letzten Jahre ist dieses Verhältnis dann wieder auseinandergewachsen. Weil die beiden sich getrennt haben? Die beiden haben sich getrennt. Ich bin woanders hingezogen, meine Schwester genauso. Und wie es halt im Leben so ist, es verläuft sich dann. Mitte Dezember 2021, ist also noch gar nicht so lange her, klingelt bei Ihnen das Telefon, die örtliche Polizei ist dran und erkundigt sich nach dem Verbleib von Roman Gabe. Was haben Sie gedacht in dem Moment? Es war sogar schon Mitte November. Okay. Aber natürlich zunächst noch nichts Schlimmes. Die örtliche Polizei hat sich bei mir erkundigt, ob ich denn wisse, wo der Herr Roman Gaber steckt, weil die Nachbarn Alarm geschlagen haben. Seit Wochen haben sie von ihm nichts gehört. Ich habe natürlich nicht weiterhelfen können, weil mein Kontakt zu Roman war auch schon wieder einige Wochen, wenn nicht Monate her. Haben Sie Mutter dann angerufen? Genau. Ja. Ich habe dann meine Mutter angerufen und gefragt, ob sie denn was wisse. Und meine Mutter hat mir dann in aller Ruhe, aber doch sehr fremd geantwortet, Roman sitzt in Kolumbien wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in Untersuchungshaft. Und dann war lange Zeit Stille, auch von mir, weil das so eine surreale Antwort war, wenn man diesen Menschen kennt und weiß, der ist am Sportplatz in der Firma zu Hause und hat seine 2, 3, 4 Freunde, mit denen tut er Kartenspielen und sonst was und mehr will der gar nicht. Vielleicht einmal einen Kroatienurlaub im Sommer, aber sehr, sehr scheu gegenüber allem anderen Kulturen und so weiter. Und dann sitzt der in Kolumbien im Knast? Naja, ich habe das ja gar nicht geglaubt, weil meine Antwort war dann so halb lächelnd, aha, okay, aber was jetzt wirklich? Ja. Und die Mama hat mir dann auch in ernsthaftestem Tonfall geantwortet, hör auf zu lachen, das ist kein Witz. Sie hatten ja auch kaum Informationen am Anfang, aber Sie hatten dann Zugang zu Ihrem Laptop, zu seinem Laptop. Was haben Sie dort dann rausgefunden? Genau, die Informationslage zunächst war quasi null. Es gab nur eine Mitteilung der kolumbianischen Behörden. Roman Gaber sitzt in Cartagena in Untersuchungshaft, Verdacht auf Drogenschmuggel. Und ich habe, Gott sei Dank, einen Zweitschlüssel zu seiner Wohnung von ihm bekommen. Und wir sind dann zu Hause zusammengesessen, um zu beraten, was wir denn jetzt tun sollten. Und dann haben wir die Idee gehabt, okay, wir fahren in seine Wohnung, vielleicht gibt es da Anhaltepunkte, was das Motiv für diese Reise gewesen sein könnte. Genau. Da haben wir dann diesen erwähnten Laptop gefunden und darauf war dann ein E-Mail-Verkehr in seinem E-Mail-Account rückzuverfolgen, bis nahezu an den Anfang, aus dem hervorgegangen ist, dass dem Roman hohe Summen an Geld versprochen wurden. Wie viel? 10,5. Wir sehen hier gerade was, da steht was von 10,5 Millionen US-Dollar. Genau, da sieht man dieses E-Mail, also 10,5 Millionen Dollar wurden ihm von einem britischen Fonds, also von der britischen Schatzkammer sozusagen versprochen, die ihm zuständen. Und die Mail ging wahrscheinlich nicht nur an Roman Gaber, ne? Genau, wir wissen mittlerweile,
dass das einfach Massen-E-Mails sind, die zu zehn, hunderttausenden ausgeschickt werden. Und der Modus ist dann jener, dass 1% darauf antworten, 1% dann diese Reise auch antreten und 1% die Reise erfolgreich beenden. Sie haben gerade irgendwie gesagt, dass Sie haben den ganzen E-Mail-Verkehr gelesen. Jetzt stelle ich mir vor, da ist dieser Mensch, den Sie kennen, der normalerweise in den Sportverein geht, der kriegt jetzt die Mail. Wenn Sie diese Mails dann gesehen haben, wie hat er sich dann ködern lassen? Wie war dann da der Verlauf? Also zunächst, es klingt natürlich unglaublich, wer fällt denn auf sowas hinein? Kann nie und nimmer sein, dass mir 10,5 Millionen Dollar aus wildfremder Quelle gehören. Wenn man sich den E-Mail-Verlauf ansieht, wird man aber sehen, das war eine Köderung über Monate hinweg. Sie wollten ihn schon in andere Länder auch locken. Also er war auch misstrauisch? Er war misstrauisch. Man muss dazu sagen, er hatte sich dann auch nach Pensionsantritt eine Beschäftigung daraus gemacht, auf solche E-Mails zu antworten, im Wissen. Das ist natürlich Blödsinn, aber ich drehe den Spieß jetzt um und halte den Absender zum Nahen. Und wie das wahrscheinlich auch hier gedacht haben. Also ich kann die austricksen. Austricksen jetzt nicht, aber im vollen Wissen, dass ich da nie einsteigen werde, mache ich mir da jetzt einen Spaß. Ja. Und so wird es auch hier gewesen sein. Sie haben aber, also diese Absender dieser E-Mail haben hartnäckigst geködert und ihm dann schlussendlich auch Bargeld über Western Union zukommen lassen, für Reisevorbereitungen sozusagen, sowie gültige Flugtickets in die Zielländer. Und da liest man auch aus dem E-Mail-Verkehr heraus, dass sein Misstrauen dann Indiz für Indiz kleiner wurde. Am 8. November 2021 steigt Roman Gaber dann schließlich in den Flieger, landet über mehrere Stationen in Quito in Ecuador. Was hat ihn dort erwartet? Naja, versprochen wurde ihm dieses Geld, wie gesagt. Ja. Die Realität war natürlich anders. Aus seinen Erzählungen wissen wir, ihn haben dann sozusagen Mitglieder dieses Kartells erwartet. Er wurde in einem Hotel untergebracht mit einem Aufenthalt von einem Tag. Ihm stand dann dieses Kartellmitglied, ein sehr muskulös gebauter Mann, gegenüber, und diese gute Stimmung dürfte dann eigentlich auch sehr, sehr schnell wieder weg gewesen sein. Er sollte dann auch etwas mitnehmen. Was war das? Was sollte er da mitnehmen? Genau. Also im nächsten Flug? Wie soll man sagen? Die Abmachung war die jene, dass er in Ecuador, in Kolumbien Papiere unterschreiben sollte, um das Geld zu erhalten, und in Europa bekommt er es dann. Und auf dem Weg zurück möge er doch sogenannte Gift-Items, also Geschenke sozusagen, mitnehmen. Das war bei vorherigen Versuchen, in den Länder zu locken, Dinge wie Wein, Schmuck und so irgendwas. Und in diesem konkreten Fall, das ihm dann zum Verhängnis wurde, war es ein Beatmungsgerät für einen Europäer, der das dringend braucht aufgrund von Krankheit, aber im Heimatland aufgrund des hohen Preises schlichtweg nicht leisten kann. Und das hat er dann mitgenommen, dieses Gerät. Der Rückflug wurde dann nochmal verändert, der ging dann über Kolumbien. Und dort am Flughafen, am Gepäckband, hat dann ein Drogenhund angeschlagen und er wurde einkassiert. Sie halten es aber für ausgeschlossen, dass er wusste, dass dort Drogen drin waren? Also das ist schwer nachzuvollziehen. Wie ich Roman kenne, weiß, dass er oft sehr naiv war und ist und, wie wir schon erwähnten, sehr leichtgläubig. Ich glaube aber auch, dass vor Ort in Ecuador, in Kolumbien, auch schon ein gewisses Drohungsszenario herrschte, weil wenn ich in irgendeinem Hotel am anderen Ende der Welt untergebracht bin und mich begrüßt ein sehr stark gebauter Mann aus diesem Drogenkartell, was er noch nicht wusste. Weiß man nicht, wie man reagiert. Ne? Dann würde ich jetzt sagen, es ist schwer nachzuvollziehen, was er dachte, aber ich denke, es wird einfach so gewesen sein, dass er aus dieser Situation heraus wollte und vielleicht auch gedacht hat, es wird schon nicht sein. Was haben die dann da gefunden? Das war ja nicht nur dieses Gerät, sondern? Genau, in diesem Gerät war ein Behälter, der war verschweißt, also nicht leicht oder eigentlich ohne Werkzeug unmöglich zugänglich. Und darin waren 8 Kilogramm Kokain.
ein Raunen geht hier durchs Nachtcafé. Was hat das bedeutet? Was wurde ihm dann rechtlich vorgeworfen und welche Strafe steht darauf? Rechtlich vorgeworfen wird Roman der Verdacht des Drogenschmuggels. Was heißt das vom Strafmaß? Das heißt, bei dieser Menge Kokain 20 bis 30 Jahre Haft. 20 bis 30 Jahre Haft. Gerade noch beim Fußballverein, dann gerät man in so eine Sache, sitzt jetzt in Kolumbien im Gefängnis. Wissen Sie, wie er die ersten Wochen da dann erlebt hat? Er ist in ein Gefängnis gekommen, und auch das klingt noch zu schön, mit Bedingungen, wie man sie vielleicht für das andere Ende der Welt, für diese Länder auch erwartet, in eine hilflos überfüllte Zelle, sodass er untertags nicht einmal garantiert sitzen konnte, einen Monat lang ohne Unterwäsche, ohne normale Wäsche, ohne Toilettartikel, er konnte einen Monat lang nicht die Zähne putzen, nicht duschen, er konnte einen Monat lang mit niemandem kommunizieren, weil er spricht kein Englisch und kein Spanisch, und vice versa sprechen die Insassen schon gar kein Deutsch oder Englisch oder sonst irgendwas, und auch die Arbeiter dort nicht. Und er hat einen Monat lang auch überhaupt, also ohne die Möglichkeit, mit irgendjemandem zu kommunizieren oder menschenwürdige Hygiene walten zu lassen, nicht einmal gewusst, ob zu Hause irgendjemand weiß, was ihm geschah, wo er ist und wie es ihm geht. Kann man sich kaum vorstellen, was dann in einem vorgeht. Wir sehen jetzt auch zwei Fotos. Das eine zeigt ihn vorher und das andere nach 4 Wochen dort in Haft. Wie ging es Ihnen denn gesundheitlich? Er sieht sehr abgemagert aus, wenn ich das sehe. Ja, also er hat laut eigener Auskunft rund um die 17 Kilogramm an Körpergewicht verloren. Und ganz abgesehen natürlich von der Hautfarbe und so weiter. Das eine ist der Körper, das andere ist ja, wie geht's ihm? Sie haben ihn dann irgendwann durch ein Videotelefonat ja erreicht. Das war sein erster Kontakt nach draußen. Mhm. Welchen Eindruck hatten Sie da von ihm? Naja, also einen überwältigend ruhigen Eindruck eigentlich und einen überwältigend gefassten Eindruck, was mich sehr, sehr gewundert hat. Aber das war und ist er auch vom Wesen her. Also ihn hat selten und ihn bringt auch selten was aus der Ruhe. Mhm. Und er war dann sehr gefasst. Aber natürlich, man sieht es an seiner Körpersprache, man sieht es an der Art, wie er redet, dass er einfach nur beruhigen möchte und in Wahrheit aber schon sehr, sehr leidet. Und das wird natürlich umso intensiver, je länger er dort festsitzt. Es gibt auch Aufnahmen aus einem späteren Videocall. Der Ton ist relativ schlecht, deshalb, wir haben es auch untertitelt, aber trotzdem mal ein Eindruck von Roland Gaber nach einigen Monaten Gefängnis. Ich meine, er ist nicht Ihr Vater, Sie haben das gesagt, aber er ist eine Ihnen nahestehende Person. Wie ist das für Sie persönlich, ihn da in der Distanz so zu erleben? Ja, natürlich alles andere als angenehm. Und ich denke, es kommt gar nicht darauf an, ob das jetzt also ein Vaterersatz oder sonst irgendwas in dieser Richtung war. Ich denke, eine einfache Bekanntschaft reicht da schon aus, wenn man sich diese Haftbedingungen und diese Geschichte anhört, dass man da helfen möchte, natürlich. Wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes gefangen bin, wie wichtig sind dann Menschen von draußen, die Hoffnung vielleicht geben, die eine Verbindung zu mir aufbauen? Ich glaube, das ist das ganz entscheidende Stichwort Hoffnung. Also das sind Menschen, das können natürlich auch Überzeugungen sein, die man in sich trägt. Das wirkt wirklich erstaunlich gefasst, finde ich auch. Auf jeden Fall sind es bestimmt sowas, was Verbundenheit zum Tragen kommen lässt. Und wenn das jetzt etwas ist, was ihn hält, ist das eine große Leistung, dass Sie für ihn da sozusagen tätig sind. Die Vertrauensanwältin der österreichischen Botschaft dort versucht sich auch für ihn einzusetzen. Was ist da der Plan? Was haben Sie vor? Naja, also wie schon vorhin erwähnt, wir werden von der Haftstrafe nicht mehr wegkommen. Mhm. Da gibt es null Toleranz in diese Richtung. Es gibt einen
Deal, das klingt jetzt in diesem Kontext natürlich alles andere als vorteilhaft, aber ein Übereinkommen mit der Staatsanwaltschaft, die sagt, wenn Roman sich schuldig bekennt, dann wird ein Strafmaß von 7 Jahren gewährt und einigen Monaten. Und da sind wir jetzt dabei, das zu erreichen. Es wird nicht weniger werden, sondern nur mehr. Wenn er diesen Deal nicht überzeugend eingeht, wird es automatisch mehr. Und das hat natürlich, das klingt jetzt auch wieder leicht, dann soll er den Deal eben eingehen. Aber das bedeutet ja auch, dass er in aller Öffentlichkeit sagen muss, ja, ich bin ein Drogenschmuggler und ich wollte das und habe das gemacht. Und da ist die Schwelle natürlich groß. Aber er möchte auch diesen Weg gehen? Er wird diesen Weg gehen müssen. Er braucht dazu natürlich unsere Unterstützung, dass wir ihm die Situation schildern, wie sie ist. Natürlich, ich denke, und das können wir uns aber nicht vorstellen, weil wir in dieser Situation nicht sind, man klammert sich an jeden Strohhalm, er genauso, dass es noch irgendwie einen Weg geben könnte, wie er unschuldig und ohne Haftstrafe da rauskommt. Den gibt es aber nicht. Und da sind jetzt auch wir gefragt, dass wir neben allen anderen Unterstützungsarbeiten sensibilisieren, dass er das eben eingehen muss. Ich meine, Sie haben, er ist 63, ne? Wenn man sich überlegt, 20 Jahre, da weiß man gar nicht, ob er noch was anderes erlebt. Ist dann das, was Sie als Hoffnung auch verbreiten, diese Perspektive, Mensch, 7 Jahre, du bist wieder da, wir sehen uns? Oder wie versuchen Sie, wenn Sie sagen, um aus den Fängen herauszukommen, Hoffnung ist wichtig, wie versuchen Sie, ihm die zu vermitteln? Also diesen Aspekt haben wir bewusst nicht angesprochen. Was wäre, wenn du 20, 30 Jahre bekämst? Das ist klar. Das macht keine Hoffnung. Nein. Ja. Aber wir haben natürlich schon gesagt, schau her, es gäbe die Möglichkeit, dass wir dich vielleicht auch nach Hause holen während der Verbüßung der Haftstrafe. Und dann ist unsere Hoffnung, falls wir das erreichen, was eben leider absolut nicht feststeht, aber falls wir das erreichen, dass er einen Teil, der so groß wie möglich ist, dieser Haftstrafe in Österreich absitzen und verbüßen kann. Und um immerhin unter mitteleuropäischen Haftbedingungen, speziell in seinem Alter, zu verbringen. In die Fänge geraten. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an die gesamte Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema das Auf und Ab des Lebens. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke an alle und danke auch an Sie. Tschüss.